So, meine lieben Zuschauer, da begrüße ich euch wieder mal mit einem herzlichen Piesen zu America No Peace Beyond the Line. Haha, Double Piesen und so. Ja, gut. Total durchgedreht, bin auch schon voll am Montur hier. Bereit zur Schule zu gehen. Aber die halbe Stunde vorher wird noch aufgenommen, damit ich während der Schulzeit schön fleißig Amerika für euch rendern kann. Und zwar die zweite Mission der Amerikaner, ja. Der Indianer, das Katz-und-Maus-Spiel. Dein Kampf war erfolgreich. Ja, haben wir gemerkt. Die Krieger werden an den Feuern noch lange von deinen Taten sprechen. Naja, ich bin halt der Lord, ne? Volk hat für das Sommerlager gute neue Jagdgründe gefunden. Schön. Doch meine Tage sind gezählt. Nicht schön. Mein Haar wird grau und mein Blick trüb. Bald wird mein Geist zu Wankantanka. Wankantanka. Wie heißt der? Doch wisse, ein alter Wolf hat zwar keine scharfen Zähne mehr, doch wittert er die Falle. In den Bergen fand man das gelbe Metall. Es wird nicht lange dauern, dann werden uns die Weißen auch hier finden und den Frieden stören. Unser Volk wird verdrängt wie das Licht von der Nacht. Manchmal, mein Sohn, ist die weise Flucht besser als der aussichtslose Kampf. Frage die Geister der Ahnen im Rat. Nur sie können uns helfen. Na, dann seid ihr aber echt ziemlich hilflos, wenn ihr schon eure Ahnen fragt. Gut, Leute, das ist also, scheint also wieder eine Weglaufmission zu sein. Finde ich nicht cool. Kann ich eigentlich die Trollmission überspeichern mit der zweiten Mission. Aber was ich ein bisschen komisch fand, der hat jetzt hier die Desperado-Indianer-Stimme. Ist ein bisschen creepy. Aber ich würde sagen, wir sind hier. Zwei Gegner. Sieht eigentlich recht übersichtlich aus. Let's go! Ja, und da tönt die Musik auch schon wieder. Ich hab mir leider mal hier meine Tastatur so rechts verschrieben. Ho, weißer Häuptling, viele Bleichgesichter sind auf dem Weg hier. Wir sollten, sie wollen uns angreifen. Wir müssen fliehen. Was, fliehen? Verlegen Sie Ihr Lager so schnell wie möglich nach Süden. Ihr Häuptling darf nicht sterben. Hier sind 500 Gold, die würde ich gerne mitnehmen. Wo ist der Tayo? Oh, wir haben ganz, ganz viele Hotti-Hotties und hier ein paar Bogenschützen und, ja. Die wollen uns jetzt sofort angreifen, oder wie lange dauert es? Gibt's einen Counter? Einen Time-Counter oder so? Ich meine, da muss doch something to do sein, ne? Also, bei Baum und so. Und wir haben ja gar nicht so wenig Einheiten, ja? Wir haben Frauen, wir können mal hier eine Schaufel entwickeln, einfach mal schon mal so. Rein aus Gewohnheit. Hier haben wir ein Holzfällerzelt. Wir brauchen ja ein bisschen Holz, um das neue Lager dann aufzubauen. Da können wir schon mal eine Axt machen. Ja, die Travois können mal ein bisschen was einstecken. Darf man eigentlich das Häuptlingszelt einstecken? Nee, schade. Das müssten wir also abreißen, folglich. Da hab ich aber gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Dann nehme ich doch lieber hier die Wohnzelte mit und so. Das muss reichen. Und wir sollen jetzt in dieses Lager dann ziehen. Na gut. Aber ich würde sagen, das Holz reicht ja erstmal. Nehmen wir lieber das Gold hier mit, ja? Das Gold müssen wir wegnehmen. Das will ich nachher mitnehmen, das soll ich mitschleifen. Also ich denke mal, das ist clever, das mitzuschleifen, weil... Weil Baum und so. So. Schaufel ist am Duen und so, ne? Können wir hier noch irgendwas bauen? Nö. Bringt ja nichts. Sollten wir uns für unser neues Lager aufheben. Hier können wir das neue Gebäude des Add-on-Version bauen. Das Zelt der Ahnen. Das ist extrem episch. Da werde ich aber... Oh, fuck, da sind sie ja schon. Scheiße, Mann! Weg hier! Hilfe! Wir müssen flüchten! Nein! Schiete! Fuck off! Oh, Mann, oh! Na toll! Gut, lief ja schon mal scheiße! Das Häuptlingsheld... Haben wir eigentlich irgendein Missionsziel? Ja, der Häuptling darf wieder mal nicht sterben. Schöne Scheiße! Warum tut ihr mir das an? Wir sollten es genau ansehen. Vielleicht kann er uns helfen. Aha. Ein Totem. Echt jetzt? Den sollen wir fragen? Na gut. Wenn das Spiel mir das sagt, wird das schon irgendeinen Grund haben. Also Jungs, hier hinauf.
Oh, die haben unsere gesamte Siedlung vernichtet. Nutzt die Macht des Kampfgeistes, sie macht euch stark. Ah ja. Cool, Mann. Jetzt voll Gangster. Kommt mal mit, Jungs, hier. Los, wir pflanzen uns hier hin. Wir sollen uns hier hinpflanzen, hat das Spiel gesagt. Also machen wir das, was das Spiel uns sagt. Hoffentlich greift uns keiner an jetzt. Wir sind gerade ein bisschen... Oh Gott, wir haben keine Männer. Wir brauchen zuerst mal Rohstoff um ein neues Lager. Achso, und ein neues Lager. Ja, das macht Sinn. So. Also ein Ausbildungsfeld habe ich hier noch in Reservoir. Aber ich denke mal, er hat recht. Wir sollten erstmal hier... uns auch mal ein bisschen umgucken. Was ist denn hier aus? Haben wir irgendwo Gold? Wie sieht es hier überhaupt aus? Naja, gut. Erstmal nicht viel, aber wir sollten uns erstmal ein Hauptlingszelt bauen. Sollte jetzt ich gepennt haben und wir haben wirklich keine Chance, was zu machen, dann werden die uns schon darauf hinweisen, dass wir die Arschkarte gezogen haben. Von hier aus muss ich gucken, wie ich irgendwie Holz rankriege. Fällt mir gerade auf, aber ich kann ja noch ein Holzlager bauen. Es geht noch. Ich habe noch, ja, genau 150 Holz. Gott sei Dank, ey. Hier können wir neue Felder an, keine Felder anlegen. Wir müssen uns irgendwie anders Nahrung beschaffen. Was? Was? Wir können keine Felder machen, verarschen? Bauen Sie eine neue Siedlung auf. Tipp, erkunden Sie die Umgebung nach einer neuen Möglichkeit, Nahrung zu gewinnen. Willst du mich verarschen? Das ist doch voll kacke, Mann. Hm. Naja, wir sollten vielleicht wenigstens schon mal nochmal zwei Kerle machen, oder? Ich mache mal nur einen Kerl, ja? Einer muss reichen. So, in unserer neuen Möglichkeit, hier Nahrung. Hier ist, Vieh. Vieh. Ja, es sind immerhin 300 Nahrung, ne? Sollte man versuchen, irgendwie ranzukriegen. Ich glaube, oh, zu spät. Ja, wo ist der Tayo? Ja, mach mal, wo ist dein Tayo und so. Aber ich muss jetzt überlegen, was machen wir jetzt erstmal? Ach, das war eine vierte Frau. Wir müssen erstmal gucken, weil wir brauchen ein Holz, um hier so eine... Oder? Na, oder wir machen es so. Ja, das können wir auch machen. So, ich glaube, da können nur unberittene Pfeilschützen. Deswegen absattel leider erstmal. Und dann würde ich sagen... Nein. Ihr. Nicht ihr. So. Feuerfrei! Attacke! Schlitz! So, der Büffel ist leider down hier. Könnt ihr nicht auch steppen? Nö. Ihr seid steppenfaul. Na gut, von mir aus. Aber gibt ja erstmal ein bisschen Nahrung. Oh, schön. Ich glaube, wir können es doch mal einen zweiten Axtkämpfer gewähren. So, warte, ein bisschen mit dem Bl... Ach, die haben sich hier oben jetzt... Ja, die pflanzen sich auf unsere Siedlung und klauen unser Gold. Oh, ihr seid der Kacklappen, Alter. Versuchen wir da oben hinzugehen, um mal ein bisschen Holz einzusammeln. Was ist denn das hier für ein Spiel, ey? Das Spiel trollt mich. Büffel ist tot. Versuchen wir mal einen dritten Krieger zu bauen. Ja, es kommt Holz. Ja, es kommt Holz. Es kommt Holz. Aus dem Holz. Yeah. Ich sollte aufhören zu singen. So, was haben wir jetzt extra? Die 10, das ganze Ding in da leer geräumt? Oh, Siekoia. 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 Ja, hau mal Holz, ist mir mal ein bisschen Brain gerade. Ja, ihr macht mal Büffeln hier, macht mal Büffelies. Kriegen wir ein bisschen Nahrung. Sollen uns hier in der Nähe noch mehr umgucken wahrscheinlich, weil das wird ja nicht reichen, oder? Weil wir haben jetzt zwar Büffels gefunden, ein paar, aber das hält ja keine 5 Minuten, die Nahrung. Ja, das wollen sie doch nicht ernsthaft erwarten, dass das jetzt reicht, oder? Wollen jetzt, dass wir eine neue Siedlung aufbauen, ne? Ne, gucken wir mal, Missionsziele. Bauen Sie eine neue Siedlung auf, na, würden Sie im Gegenteil noch einer neuen Möglichkeit, Nahrung zu gewinnen. Naja, da gibt's ja eigentlich bloß eine Büffel, oder? Kann man auch was anderes machen? Ja, Holz sammeln und Nahrung verkaufen, aber macht doch niemand! Das ist doch nicht feierlich. So. Wir haben indirekt immer noch die Wohnungszelte dabei, weil die cool finden. Das heißt, ein Travoy mit einem Wohnzelt ist eine Einheit, die uns Wohnraum ermöglicht, obwohl das Zelt gar nicht ausgepackt ist. Das ist irgendwie ganz cool, finde ich. So, Holz steigt auch langsam wieder. Ich werde mal noch eine vierte Holzeinheit machen. Einfach mal so. Ist ja auch eine Frau ist gestorben. Wir hatten ja 5 am Anfang mal. Soll ich sagen, wenigstens die hier. Nee, halt die Bogenschützen. Oder? Nee, der Häuptling bleibt mal hier. Du nimmst dir mal eines der Pferdchen und... Du reitest mal los.
in die weite Welt hinaus. Und wir sollten nochmal saven. Ich save einfach mal jetzt auf der Trollmission, Leute. Ist mir egal, die ist ja fertig. Weißt du, save mal auf der 1. Einfach mal so. Weil ich's kann. So, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen hier. Wo könnte man denn noch Nahrung finden? Da muss auch noch mehr Büffel geben. Ah, da ist Gold. 1000, schön. Lamaya. Halamalaya. Und so, ne? So, wieso können wir da keine Felder bauen? Das fällt da so schön aus. La 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 la. Fischen! Los, wir holen Fische! Aber geht nur in Age of Empires, scheiße. Ist doch kacke, Mann. Aber da war ein Aufgang, dann will ich mal raufgucken. Hier ist hier auch nichts so wirklich, ne? Hier unten müsste gleich wieder der See sein. Jetzt sollte mir das jetzt hier bringen. Da kann ich auch rumlaufen. Aber gut, kann ich falsch sein, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ich find's doof, dass wir keine Felder machen können. Das ist doch doof. Und wir können auch keine Pferde schlachten, um Nahrung zu gewinnen. Das ist ja doch ganz creepy. Ah, ein paar Kühe. Mukus. So, muss auch keine Angst haben, wenn im Klicken eine unberittene Bogenschütze-Einheit kann tatsächlich eine Kuh angreifen, was ein bisschen gemein ist. Ah, ja, aber eine berittene Bogenschütze-Einheit kann keine Kuh angreifen. Ist ein bisschen komisch, aber hey, drauf geschissen heißt das doch. So heißt das. Noch ein bisschen. Ah, da waren die 1000 Gold, genau. Hallo, Lex, danke. Oh, Spiel, hör auf mich zu trollen. Nicht jetzt aus. Boah, Frame Drops vom Feinsten hier. So, dann Wucker hin, mal, was brauchen wir? Eine Pferdekoppel. Das können wir mal ganz schnell machen hier unten am Stehen. Da können wir vielleicht die Pferdis auch mal einliefern hier. Die rumkugeln. Da kann nicht falsch sein. So, ihr bleibt mal hier. Ich würde auch gerne mal irgendwann mehr Militär machen. Weil das, was wir haben hier, das wird ja nicht viele Sekunden reichen, sag mal so. Wow, Sieg, wow, hey, Lex, nicht fein. Das ist echt nicht Porno. Ich habe auch gerade in Skype jemanden, ihr wisst ja, dass ich gerade am Thumbnails vorbereiten bin. Und ich kann mir vorstellen, dass derjenige gerade hier in Skype angenommen hat, die Bilder, und die da jetzt rumrödeln. Und ihr wisst ja, mein PC neben der Aufnahme irgendwas rödelt, dann ist ja das Hopfen und Malz verloren, da kann ich das total knicken, das geht dann voll in die Hose. Oh, hey. La, 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 la. Also hier muss man jetzt anscheinend in seiner Mission all sein Indianer-Skill benutzen und voll Porno sein und einfach nur, ach, Gangster spielen und so. Einfach nur cool. So, die Kühe sind hoffentlich voll. Ja, sieht gut aus. Ey, Kuh. So, denk mal, jetzt können wir uns hier langsam in Sicherheit wiegen und wo werde ich mein Ausbildungslager hinpacken? Machen wir mal hier hin. Stup, ausgesteckt. So, das mache ich jetzt einfach mal hier so hin. Zack, stup. So, komm mal her, zack, stup. Schön. Und du machst das mal da hin. Haben wir so einen kleinen Zeltball hier, warum nicht? Kann man ja mal machen. Ihr geht dann mal hier einfach mal zum Ferdi-Paradies, damit ich euch weiß, wo ihr seid. Ich darf kein Kornfeld machen, das ist ja doof. Tja, alternative Nahrungsmethoden. Ob wir eine Handelsbude herstellen können? Nee. Schade, das erlaubt man uns nicht. Bauen Sie eine neue Siedlung auf. Was brauche ich für eine Siedlung noch? Bauen wir nochmal ein Holzverarbeitungslager endlich. Das können wir gut gebrauchen. Hat doch nicht sehr viel Schaden, dass wir das machen. Hier bauen wir mal noch eine Einheit. Eine fünfte Holz, sowie auch eine fünfte Frau. Einfach for the safety. Weil wir das können. Hei, hei, hei. Zelt der Ahnen benötigt, Zelt der Alten. Brandfallschützen gibt's gar keine. Finde ich ja ein bisschen scheiße, dass man in der allerletzten Mission des Spiels, also indianischerer Hinsicht, keine, nicht wirklich auch alle Ressourcen ausschöpfen kann. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Das hätte man machen können, einfach mal. So, Zelt der Ahnen, Zelt der Alten. Pff. Wir kriegen ja keine Nahrung, da ist es auch schwer, da irgendwas zu machen. Ich würde sagen, der berühmte Bogenschütze geht mal wieder auf Jagd. Und guckt sich mal noch ein bisschen näher um. Ich hoffe, der packt das. So, ach so, apropos. Warte mal, bleib mal hier, Kollege. Das kannst du mal schnell machen hier. Wo du schon mal hier bist. Nimm mal ganz kurz die ganzen Hotties ein. Damit ich die mal ganz schnell in meine Pferdezucht buxieren kann. In meinen Sattelhaufen. So, Mädels, jetzt kannst du laufen. Lauf mal hier lang. Schön. So, was brauchen wir noch für eine Siedlung? Medizinmann, ist das noch nicht unbedingt so notwendig. Einen Kornspeicher dürfen wir nicht bauen. Das finde ich ja ganz beschissen. Was machen wir noch? Goldlager. Tier haben wir schon. Komm, wir bauen mal einfach ein Zelt der Alten. Ja, kann ja hier nicht so schädlich sein, mal ein Zelt der Alten zu bauen. Außerdem geht unser Holz ganz gut gerade, muss ich sagen. Die Axt ist auch gleich fertig. Können dann auch eine zweite machen, aber das lasse ich erstmal sein, weil das kostet gerade schon viel Nahrung. Und Nahrung, haben wir gemerkt, ist ja Mangelware. So, das ist gleich fertig. Ich hoffe, ich kann hier noch Schutz heute machen. Da gehen die Amerikaner, dürfen wir dieses Spielerchen brauchen. Wenigstens erstmal eine Rüstung und ein Pfeil. Das ist erstmal wichtig. Weil die gehen mir sonst zu schnell hops und teilen nicht gut aus. So, hier ist eine Sackgasse. Eine so beschissene Sackgasse. Oh. Die Desperados haben eine Menge Kühe. Die könnten wir brauchen. Ah. Oh, holy shit, sind das viele Kühe. Stehlen Sie die Kühe der Desperados, um an Gold zu kommen. Okay, das wird so einfach nicht möglich sein. Ah, Mann. Da warte ich erstmal, bis wir ein bisschen gerüsteter da sind. Gerüsteter. Und irgendwie fehlen mir auch ein paar Militäreinheiten, oder? Sind ein paar krepiert? Nee, eigentlich nicht. Machen wir mal eine 1 erstmal raus. Das machen soll, weiß ich auch noch nicht so recht. Oh, Schutzzeit und 2, aber wir haben so wenig Nahrung. Sollte ich lieber noch vielleicht ein paar Einheiten dazu machen oder eher einen Schutzpanzer? Und dann natürlich die Einheiten nehmen, die erstmal am wenigsten. Naja, eigentlich Gewehrschützen wäre echt nicht schlecht. Machen wir mal Gewehrschützen. Ein 5er Stack. Dann nehmen wir noch einen Speerkämpfer dazu. So. Ja, Schutzpanzer fällt jetzt natürlich vollkommen aus. Wir haben Goldgewehre und jede Menge Nahrung verbraucht. Die Map ist auch nicht gerade groß, muss ich sagen. Da guckt euch das an, wenn wir schon zur Forsch haben in dem Pärtchen hier. Lila Washta! Ah, Kichita! Lila Washta! So, ihr könnt ja natürlich schon mal gucken. Wir brauchen Medizin, mein Zelt. Aber da brauchen wir so viel Gold. Uah. Naja, ist ja nicht unmöglich, ne? Wir haben ja jetzt erstmal genug Dingsen hier, ne? Du kommst mal mit. Und ihr kommt mal mit. Nein, halt. Du hast noch Holz. Itanka Kudelde. Ja, mach mal Itanka Dingsen woanders. Und dann gehen wir hier unten hin und dann hauen wir uns mal das Gold hier raus. Wir haben ja genug Travois, also können wir eigentlich auch. Lila Washta. Können wir uns eigentlich auch mal. Weil ich habe ja die Hoffnung, das schon mal entwickelt. Aber ich glaube, das muss man auch alt entwickeln. Das kostet mehr Gold, glaube ich. Hey, weil ich bin mir nicht sicher. Lila Wasch da. Ja, Lila, wasch dich mal. Brown. Dann nehme ich auch kein Fressen mehr. Lila wasch da. Wasch den Tayo. Was waschen die denn hier alle immer? Otashin. Ja, ist ja japanisch. Das passt ja nicht. So, dann hoffe ich, dass sie das hier bald rausgefräst kriegen. Dann will ich nämlich haben Gold. Bringen wir mal 45 an pro Ladung. Das kann der Travoy mitnehmen, da reicht ja auch eins. Ja, dann hoffe ich, dass ich mal einen Medizinmann machen kann. Weil mit dem Medizinmann könnten wir ja eigentlich ohne Problems die Vögel so langsam down knechten. Das wäre ja gar kein Ding. Die Frage ist ja, ob es fruchtet.
ob das wirklich so funktioniert. Und dann hätte ich natürlich auch gerne... Ja, okay, das wird natürlich nicht funktionieren. Aber ich hätte auch gerne wirklich mal die Möglichkeit der Kampfkraft einsetzen hier in dem Kapitel, weil eigentlich ist das eine sehr effektive Technik, die man sehr gut gebrauchen kann. Ich finde, die Technik ist nicht zu unterschätzen, weil sie gibt zwar defensiv eigentlich nichts her, aber naja, ich finde, die Indianer haben sehr wenig HP und teilen auch schlecht aus. Sie sind recht trickreich, aber das ist auch das einzige Feature, was sie in der Offensive wirklich richtig haben. Und ich finde, da ist die Kampfkraft eine super Ergänzung, um ihre Angriffskraft auch mal ein bisschen anzukurbeln. Da hat sich das Add-on was ganz Pfiffiges einfallen lassen, finde ich. Aber ansonsten sind die Add-ons eigentlich, ja, so ganz okay. Naja, 8 Bonuskapitel, kann man jetzt verhalten, was von was man will. Ich hab ja eine Gold-Edition für 5. Oh, die US-Kavalier haben unser Lager entdeckt. Sie werden uns dann etwa 20 Minuten angreifen. Verstärkt die Verteidigung. Ach du Scheiße. Ja, das ist schlecht, dann würde ich sagen, wir nutzen die Chance, um die Kühe zu kriegen. Müssen wir machen. 20 Minuten, das ist nicht sehr lange und da werde ich auch mit dem Save dazwischen funken müssen. Ich werde das mal am Anfang der Zeit hier saven, aber natürlich noch nicht am Anfang der Mission, weil ich habe ja jetzt ein bisschen geschludert. Also speichern wir gleich mal auf R2. Oh Gott, 20 Minuten. Da haben wir jetzt immerhin 15 Einheiten, ja, wir könnten ja schon mal vielleicht... Glück haben, dass wir ein paar Einheiten rauspicken können. So, wir haben eine Einheit verloren, das ist verkraftbar. Alter Schwede, sind das viele Kühe? Bei den ersten 20 Truppen werde ich gleich mal nach Hause schicken hier, Alter. Wir brauchen nämlich Fressen und Gold ganz dringend. Jagen wir sie einfach hier durch. Sammelt die ganzen Kühe ein. Ey, das gibt so viel Fressen, ey. So, ihr könnt jetzt auch schon mal... Na, nee, den Spike mir auf. Das Gold kann man für Medizinmannschaft jetzt schon mal ausgehen. Wir müssen die Verteidigung stärken, ja? Ach du Kacke, da unten ist ein Turm. Hey, ihr doofen Kühe, bleibt doch hier nicht alles stehen. Und die Viecher sind ja doof. Die sind ja... bisschen silly, ne? So, nehmen wir die restlichen Kühe auch noch mit. Die ist noch gar nicht bekehrt, die Kuh sehe ich gerade. Als Maul, Mann. Wer fragt dich denn? Niemand, also halt's Maul. So, der wird auch hin. Ja, die Kuh können wir auch noch mitnehmen. Da, guck, jetzt könnte ich die Kuh angreifen, will ich aber natürlich nicht darum. Ach du Scheiße. Und er spioniert hier, und wenn ich das jetzt richtig im Tauton... Jetzt rennt die Kuh da hin, ist die doof? Bleib doch mal hier, du blöde Kuh. Okay, Zeit. I have no time, ja, jetzt. Jetzt macht Lucky Kühe. Wir können schon mal die Produktionsleiste vollschmeißen. Wir haben jetzt ein Medizinmannzelt, heißt, wir können mal auch ein paar Messerwerfer spendieren. Dann sperren wir noch die restlichen Gewehre dazu. Dann können wir eigentlich auch mal ein neues Ausbildungszelt machen, dass das auch ein bisschen schneller geht. Weil wir müssen unsere Defense erhöhen. Keine Frage. Das hat das oberste Priority und so, ne? Das Golden Dings ist leer. Sehr schön. Dann könnt ihr wieder oben an das Holz gehen. Hackt Holz, Jungs. Macht Lack, Jungs. Wir müssen richtig schön kloppen hier. Das ist jetzt hier erstmal wichtig. So, was stehen die denn immer noch hier rum? Ich bin zu langsam. So, den Rest der Desperados lasse ich mal in Ruhe. Yes, US Army ist hier unterwegs, ey. Die wird uns jetzt leider wahrscheinlich aufschlitzen. Hier kriege ich hier das schon. So, ich muss auf jeden Fall Schutzkleidung und gehärtete Pfeile machen. Weg auch natürlich auskosten, indem ich natürlich auch ein paar Pfeile mache. Die jetzt zum Beispiel kosten eigentlich recht insgesamt rund, recht vernünftig. Hier ist der erste fertig, da kann ich gleich nochmal einen Gewehrschützen drin stapeln. Ich hoffe, die sind in der Zeit fertig, ey. Hey, Api!
So, dann haben wir hier noch ein paar Speerkämpfer, noch ein paar Bogenschützen. Na, obwohl Bogenschützen lieber nicht so viele. Obwohl, das ist die einzige Einheit, die wir wirklich machen können, wa? Na, dann machen wir ein paar mehr Speerkämpfer und nicht so viele Bogenschützen. Da verbrauche ich lieber mehr Holz und dafür weniger Nahrung. Denn die Bogenschützen sind ja recht, naja, fressen. So, Messerwerfer, 180 KP, oh, 10 Defense und 12 Damage, kann man mal machen. So, dann werde ich mal versuchen, das zu entwickeln, was ich mir entwickeln kann. 400 Gold habe ich, gut. Und die Frage ist, die kommen bestimmt von hier oben. Und hier oben ist noch nichts gebaut, ja. Wir müssen noch langsam jetzt hier nur die ersten Wohnzelte neu machen und so. Da könnt ihr mal nebenbei schnell eins mal machen. Ui, das muss alt flott gehen. Das muss Flotti Karotti gehen. Flotti Möhrchen. Flotti Möhrchen. Oh mein Gott. So, leider keine Brandfeuerschützen. Finde ich scheiße, warum keine Brandfeuerschützen? Und die sind so geil. So, dann bauen wir mal ein Zelt der Alten. Ich find's episch, muss ich sagen. Hey, AP! Vielleicht sollte ich auch unseren Rötling nochmal losschicken. Unseren kleinen einzelnen berittenen Bogenschützen kann man mal machen. Und hier die Schutzkleidung werde ich auch reinschmeißen. Volle Defense. 30 Defense ist ein super Mittel, um mal länger durchzuhalten. Und vielleicht auch die Offensive, wenn ich sie freigeschaltet bekomme, auch effektiv zu nutzen. Ja, das kostet jetzt hier auch nur ein Totem alles und so. Und Blitztanz würde auch nur ein Totem kosten. Dafür habe ich eigentlich nicht die Zeit und eigentlich auch nicht die Lust, weil das bringt mir sowieso nichts. Aber wir haben jetzt das Zelt der Alten und wir können Kampfgeist 1 entwickeln. Machen wir das mal. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das. Oh Gott, ganz schön lange. Mit dem Kampfgeist, ich erzähl's mal, kann man den Kampfgeist irgendwann aktivieren. Dafür sammelt das Zelt der Ahnen, glaube ich, Energie irgendwie. Und dann kann man diesen Kampfgeist halt aktivieren. Und dieser aktivierte Kampfgeist erhöht unsere Angriffskraft. Und zwar um, ich glaube, einen bestimmten Prozentsatz. Kampfgeist 1 bringt, glaube ich, 10% Angriffskraft. Kampfgeist 2 würde dann schon 20 bringen. Und Kampfgeist 3 gibt sogar 30% mehr Angriff. Und das ist natürlich bei Einheiten, die mit Brandfeuerschützen zum Beispiel ausgesetzt sind, einen extrem üblen Damage und beult so ein bisschen die verkrüppelte Offensive der Indianer aus. Ich finde das gut. Das hat doch Style. Echo. Hat ein bisschen Economic. Ah, kannst du Economic sein, ist mir egal. Ich hoffe, wir kriegen da vielleicht noch. Hey, die haben auch ganz coole Geräusche, die Indianer zählen, aber ich mache mal ganz kurz Audio-Tuning hier. Und mein Sound mal höher. Oh, meine Maus leckt rum. So, dann mach ich mal leiser und dann mach ich noch ein Stück lauter hier die Boxen und dann mach ich mal ein bisschen näher ans Mikro und dann, Achtung, pass mal auf. Hey. Finde ich cool. Oh. Hier wird eine Tischlerei gebastelt. So, du gehst hier mal rum. Vielleicht finden wir noch mehr Nahrung. Vielleicht finden wir doch noch mehr Zeug. Man weiß es ja nicht. Ja, man kann es nicht ausschließen. Oh je. Ich sag, es ist noch nicht zu spät. Oh Gott. Oh. Ah, shit. Die lagern Nahrung in ihren Ranches, ja? Na, das ist doch ein Versuch wert. Da, warte mal, wir könnt ja mal über das Dingen da gehen. Das sollten wir eigentlich mal machen. So, hier zu Hause bleibt der Tropf für die Sicherheit. Hier wird noch mehr produziert, hoffe ich. Eieiei, Gold ist alle. Fail. Also Gold alle ist schlecht. So, dann würde ich sagen, dann hauen wir die mal einfach mal um hier. Kriegen wir noch ein bisschen Nahrung. Und wir haben ja genug Holz. Oh, das läuft gut. Oh, ich muss leiser machen, Leute. Ich krieg hier einen Koller. So, macht das mal putz hier. Putz. Wir könnten den Ranches 750 Nahrung stehlen. Geil. Oh, wir konnten den Menschen 750 Nahrung stehlen. Nochmal? Wir konnten den Menschen 750 Nahrung stehlen. Doing. Ist ja geil.
nochmal. So, nur die Ranches waren für mich interessant, den Rest kann ich mir sparen. Dann lauft mal zurück. Ey, ist ja geil, Alter. Jetzt hab ich übelst in die Augen gekriegt. Geil, heavy. So, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Gold auch irgendwie. Da, jetzt kann mein Kampfgeist für 75 Blitze aktivieren. Plus 20%. Ich glaube, das heißt plus 20 Angriffskraft. Aber ich bin mir nicht sicher. Entschuldige ich mich, dann habe ich mich vertan. Hier kann man noch Einheiten einquartieren. Das funktioniert also wie so ein kleiner Wachturm, wenn man möchte. Und der wird jetzt langsam diesen Blitz sammeln. Und hier kann ich den dann beschwören. Hier müsste ich einen ausweiten. Aber 200 Gold habe ich leider nicht mehr. Das ist scheiße. Aber gut, du kannst ja auch mal weiter. Einfach mal weiter unten lang gehen, weil wir haben immer noch 7 Minuten. Und ich muss leider auch den Part jetzt gleich beenden, Freunde. Heißt das, der große Final Boss Fight, wenn man so will, wird erst im nächsten Part folgen. Tut mir leid, aber den Weg auf jeden Fall heute Abend aufnehmen, weil die Mission habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe zwar jetzt mit Cheats mal geguckt, ob man das, also ich habe geguckt, ob man mit diesem Cheat halt das Kapitel machen kann, deswegen war der zweite von vornherein freigeschaltet. Tut mir leid. Aber was ich rausgefunden ist, dass man zwar eigentlich keine Cheats benutzen kann, um Ressourcen oder so zu kriegen, aber man kann den All-You-Get-Win-Cheat nutzen, um einfach das Kapitel zu gewinnen. Der funktioniert trotzdem. So, dann werde ich jetzt hier mal schön Bogenschützen raus. Ey, balla 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 Mann und Söhne. Balla 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 Mann und Söhne. Balla 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 Mann und Söhne. Dafür kriege ich ganz viele schöne Löhne. Yay, yeah, aber das ist ja 16 Uhr, ist meine Deadline. 16:40 geht mein Schulunterricht los, ja. Ne, Abendschule, ihr wisst und so. Nila Washta und so, dann machen wir hier oben noch ein bisschen schöne. Och, wir müssen ja auch Zelte für vielleicht Notfallwohnraum und so machen. Weil langsam werden die Vögel angevögelt kommen. Ah, angevögelt, er hat Vögel gesagt. Ja. Oh, jetzt habe ich das Haus weggedrückt. Fail! So, oh Mann, ich hätte gerne noch 200 Gold, aber da werde ich nichts kriegen. Hier unten noch irgendwas, was ich abgreifen könnte? Oh. Nee, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas abgreifen kann. Das wird nix, Leute. Ja, nee, das ist ein bisschen unbelievable und so, ne? Aber hier hinten ist ja auch noch eins. Da gucken wir da hinten mal lang. Hier ist eigentlich nicht groß zu gucken. Wahrscheinlich, das wird alles aus mehr oder weniger Holz, Wald sein. So, hier haben wir jetzt noch schöne Einheiten abgegrabt. Ach, ist so toll. So, dann haben wir jetzt damit auch schon einen zweiten Trupp zusammen. Haben wir jetzt schon einen Zer und einen Zweier-Trupp. Plus den einen Speer da. Das ist ganz nice. Nö. Kann man mal machen. Ich hätte gerne noch mehr Gold. Aber das wird man mir nicht geben, bestimmt. Aber den Kampfgeist mit 20% können wir trotzdem benutzen. Das ist kein Ding mehr. Ich auch machen, mit Sicherheit. Die Frage ist, was können wir denn hier machen? Türme. Türme sind ganz schlecht für mich. Türme mag ich nicht. So, die haben die Ranches nicht neu aufgebaut. Schade. Aber reicht erstmal auch so. Wir haben jetzt genug Wohnraum und jetzt können wir auch noch massig Bogenschützen herstellen. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Ganz, ganz viele Bogenschützen. Leider können wir keine Tarnschule basteln, was ich ein bisschen schade finde. Weil sowas würde ich ganz gerne basteln, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde doch mal zwei der Bogenschützen einlagern. Weil immerhin nur die zwei Bogenschützen hier können da drinnen immerhin schön schießen. Und ich werde auch mal eben der Messerwerfer da einpacken, weil der macht schön Schaden von da drinnen. Und dann sollen sie doch alle kommen, die Jungs. Soll mir doch jetzt egal sein. Wir werden das schon schaukeln, das Ding. Tauschen wir mal aus. So, eine 2. Es bildet sich schon die dritte Truppe. Dafür, dass wir eigentlich so wenig Militär anfangs hatten, bildet es sich jetzt doch recht geschwind. Liegt aber daran, dass die Bogenschützen ja, ich sag mal, Massenproduktionsware sind. Soll mich aber nicht stören. Klingt, finde ich, cool. So, und dann ist die Frage, mit was kommen die hier an? Ich werde meinen Kampfgeist aktivieren, um die voll zu schnetzeln. Leider kann ich auch kein Gold mehr sammeln. Irgendwie, das ist voll doof. Die Kühe sind auch keine mehr da. Derp. Derp, 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 derp. So, haben wir denn hier oben schön noch? Ist hier noch irgendwas? Hallo. Ich muss los, ey. Ich muss los, ich muss los, ich muss los. Aber das ist so neugierig, Leute. In 2 Minuten geht's los. Ich hab keine Zeit mehr. Ich muss speichern. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir so leid.
Aber ich will das auch noch rendern und dann rechtzeitig auch machen. Ich speichere hier auf 3, Leute. Auf 3 geht's weiter. Ich weiß es, in der Aufnahme kann ich selber gucken. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao! Oh mein Gott!